In Polen zeigen sich Politiker aller Parteien schockiert über den Anschlag auf den Danziger Oberbürgermeister Adamowicz. Auf einer Benefizveranstaltung hatte ein Angreifer den 53-Jährigen gestern Abend mit einem Messer attackiert und schwer verletzt. Heute starb der zuletzt parteilose Politiker in einem Danziger Krankenhaus. Als Reaktion auf seinen Tod gingen in Polen am Abend viele Menschen auf die Straße. Gegen den Hass, so das Motto der Kundgebung in Danzig zu Ehren des getöteten Bürgermeisters Paweł Adamowicz. Auch in der Hauptstadt Warschau sind viele Menschen dem Aufruf von Bürgerbewegungen gefolgt. Ich komme aus Danzig und kenne ihn seit 20 Jahren. Das trifft mich tief. Ich fühle mich bedroht, weil die Demokratie und die gesellschaftliche Ordnung doch sehr zerbrechlich sind. Bei der Abschlussveranstaltung einer landesweiten Spendenaktion hatte gestern Abend ein 27-jähriger Mann den Bürgermeister mit einem Messer attackiert und schwer verletzt. Der Angreifer bezeichnete seine Tat als Rache für eine Inhaftierung in Zeiten der früheren Regierung. Noch auf der Bühne wurde er festgenommen. Der Bürgermeister wurde sofort ins Krankenhaus gebracht. Dort verstarb er heute Nachmittag. Adamowicz war ein bekannter Oppositionspolitiker, der in seiner Heimatstadt sehr beliebt, allerdings landesweit auch nicht unumstritten war. Im Internet bekundeten Politiker aller Richtungen ihr Beileid und auch der polnische Präsident trat am Abend vor die Presse. Das war ein Schlag in unsere Gemeinschaft, in eine Gemeinschaft aller Menschen, die Gutes tun wollen. An diesem Tag, in diesem Moment, geschah das unvorstellbar Böse. Für Adamowiczs Begräbnis hat der Präsident Staatstrauer angeordnet. In der Erzkathedrale Warschaus ist heute eine Gedenkmesse für den Verstorbenen geplant. Der Schock über die Ermordung des Danziger Bürgermeisters ist groß. Obwohl das Motiv des Täters noch nicht endgültig geklärt ist, hat die Attacke eine Diskussion über den teils hasserfüllten Umgang in der polnischen Gesellschaft ausgelöst.